Hallo Leute, die letzte Minitin aus Paldeas Schicksale habe ich heute für euch hier mit Normifin, einem Shiny Normifin vorne drin. Man erkennt, das ist ein richtig dunkleres Blau, fast schon lila, dass das Normifin hier bemalt ist, während bemalt das Pokémon hier die Farbe hat. Während die anderen Normifins im Hintergrund hier ganz normal hellblau sind. Also kann man auch deutlich auf jeden Fall erkennen als bei manch anderen Pokémon hier in diesen Minitins und auf diesen Minitins. Also ja, Olimi war sehr gut zu erkennen, Flamingo auch. Haforgita und vor allem Famibs fand ich etwas schwieriger. Und dagegen ist Normifin jetzt schon wieder recht gut zu erkennen. So. Komm schon, gucken wir das Plastik runter. Und dann gucken wir rein. So, und da hätten wir hier die Karte. Hier haben wir den Sticker mit Normifin. Dann die Sammelkarte. Die Seite hier links. Normifin, Pokémon Nummer 963. Das Delfin-Pokémon, 1,3 Meter groß, 60,2 Kilo schwer. Mit dem Wasserring an der Schwanzflosse spielt es gerne mit Artgenossen. Über Ultraschallwellen kann es die Gefühle anderer Lebewesen erfassen. Und du kannst alle 5 Bildkarten sammeln. Und wir haben jetzt auch alle 5 Bildkarten zusammen. Nämlich hier noch Forgita, Famibs, Flamingo und Olimi. Und die basteln wir jetzt zu dem großen Bild zusammen. So. Hier haben wir den einen Schweif abgeschlossen. Und hier geht es dann mit dem zweiten Schweif weiter. So. Und lustig fände ich ja, wenn der jetzt quasi hier an Anschluss finden würde, wenn man so eine Art, ja, Loop in Anführungszeichen. Das ist egal, wie man es macht, sondern man die Reihenfolge beibehält, könnte man auch, was ich mit dem Flamingo anfangen und hätte dann Olini hinten dran. Oder man fängt hier an und hätte die beiden hinten dran, dass man das so, dass es sofort laufen wäre. Das fände ich witzig, aber naja. Dann haben wir noch zwei Booster. Ewaschai und Forgita. So. Und wir fangen hier an. Erstes Booster. First Pack Magic. In der letzten Minitin Paldeas Schicksale. Was gönnt uns die letzte Minitin? Die Energiekarte geht nach vorne und ich sage Wasser. Naja, Finsternis, schade. Okay, los geht's. Schmerbe. Fleckneul. Zwiebs. Paldea Felino. Fragrunz. Leval. Feltiamo. Dann haben wir auf dem ersten Reverse-Slot ein Paldea Felino. Zweiten Reverse-Slot. Gardevoir EX Ultra Rare Shiny Karte. Mega geil. Ein Psycho-Pokémon, 310 KP. Fähigkeit Psycho-Umarmung. Beliebig oft während deines Zuges kannst du eine Basis-Psycho-Energiekarte aus einem Ablagestapel eines deiner Psycho-Pokémon anlegen. Wenn du auf diese Weise Energie an ein Pokémon angelegt hast, lege zwei Schadensmarken auf jenes Pokémon. Du kannst diese Fähigkeit nicht bei einem Pokémon einsetzen, das kampfunfähig würde. So gut, macht ja Sinn. Und dann haben wir noch die Attacke Wunderkraft für 190 Schaden. Dieses Pokémon erholt sich von allen speziellen Zuständen. Sehr nice. Ein Shiny Gardevoir EX. Mega. Und haben wir vielleicht sogar noch einen Doppelhit auf dem Rare-Slot bekommen wir? Nein, nur ein, also nur in Anführungszeichen, ein Xatu. So, holen wir mal beiseite, holen uns eine Sleeve für das Gardevoir EX, das Ultra Rare Shiny Gardevoir. Sehr, sehr cool. Ach, kommt schon raus, blöde Sleeve. So, Gardevoir EX. Sehr schön, gefällt mir richtig gut, die Shiny. Und Last Pack Magic, ein Heraschei Booster noch, bildet den Abschluss dieser Minitin und damit der gesamten Videoreihe zu den 5 Minitins. Erstmal die Codekarte raus, dann drehen wir das Ganze, nehmen die Energiekarte nach vorne und sagen zum Abschluss Elektroenergie. Nein, jetzt ist es Psycho, oh Mann. Tanzer, hatte ich überhaupt eine Energiekarte richtig geraten in den 10 Boostern dieser 5 Minitins? Ich weiß es nicht. Kamau. Marakamba. Paldea-Schüler. Schumi. Kamrupt. Der Mondscheinhügel.
Dann haben wir Nimila als ersten Reverse-Slot, zweiter Reverse-Slot. Ja, nur ein Hefel und auf dem Rare-Slot bekommen wir ein Raichu. Also leider im letzten Pack nichts drin, aber nichtsdestotrotz keine komplette Bruchbox. Denn mit Gardevoir EX haben wir noch ein Ultra-Rare-Shiny bekommen. Sehr nice. Und damit haben wir jetzt 7 Hits aus 5 Mini-Tins. Ja, und ja, ist okay. Ja, ist auf jeden Fall im Schnitt mehr wie ein Hit pro Mini-Tin. Aber leider nur im Schnitt, denn wir hatten immer 2 Mini-Tins, in denen gar kein Hit drin war. Die Flamingo war mit 4 Hits natürlich die beste Mini-Tin. Aber ansonsten, ja, ich bin zufrieden. Gute Ausbeute. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Auch was ihr so hattet in euren Mini-Tins oder in anderen Pokémon-Produkten, auch außerhalb von Paldeas Schicksale. Würde mich interessieren, was ihr so für coole Hits drin hattet. Und natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Ansonsten, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.